Vispresso. Einen wunderschönen guten Morgen zu diesem Vispresso. Ich hoffe, wenn du irgendwo gerade draußen unterwegs bist, dass du gut eingemümmelt bist, dass dir warm ist und du einen tollen Wintermantel trägst. Aber wie schaut's denn aus bei deinem Hund, wenn du dein Leben mit einem Hund teilst? Hat auch er einen Wintermantel oder sagst du, der hat doch Fell, der hat dressurdicke Unterwolle, der braucht das nicht? Und damit hast du mit Sicherheit auch recht. Wenn es ein Hund ist, der vernünftig ausgestattet ist, der wird im Winter mit Sicherheit oder vermutlich nicht frieren und der wird auch ohne Mantel gut durchs Leben laufen. Da musst du dir überhaupt keine Gedanken machen oder irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Aber es gibt sehr viele alte Hunde und auch Hunde, die überhaupt nicht mehr dieses warme Winterfell bilden, die hier wirklich Hilfe brauchen. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so bescheuert, wenn man einen Hund in einem Wintermantel sieht, sondern durchaus teilweise sinnvoll. Unser Hund trägt auch einen Wintermantel. Der kommt aus dem Ausland, das soll aber nichts zu sagen haben. Doch er hat einfach kein vernünftiges Winterfell und er friert und es geht ihm nicht gut und er läuft dann auch äußerst unangenehm, wenn draußen ja gewisse Temperaturen einfach morgens vorherrschen oder abends schon sind, dann läuft er nicht gerne, dann möchte er sich nicht mehr bewegen. Das heißt, er setzt teilweise keinen Fuß, keine Pfote vor die Tür und der Hund muss aber irgendwie raus. Wir müssen uns mit ihm bewegen und irgendwo ist es dann auch unfair. Ich bin dick eingemümmelt und erwarte von meinem Hund, der friert, du gehst so. Du bist schließlich ein Hund, du hast das Fell. Also unser Hund hat mittlerweile einen Wintermantel und seitdem funktioniert auch der Gassigang draußen in der Kälte ausgesprochen gut. Wenn du allerdings dich für irgendein Anziehstück für deinen Hund entscheidest, mach das bitte nicht zwecks der Optik. Es gibt wirklich ganz viel Mist da draußen zu kaufen. Es gibt mittlerweile sogar große Modelabels für, ja, Billigmodelabels für uns Menschen, die sogar Hundepullover in wahrscheinlich 100% Polyester rausknallen. Das hat nichts mit einem Schutz zu tun. Das ist in dem Fall wirklich Shishi. Wenn du sagst, dein Hund braucht Hilfe, dein Hund braucht Wärme, dann hol dir einen vernünftigen Mantel in einem vernünftigen Geschäft. Der Mantel sollte auch passen und vielleicht im Winter sogar außen wasserdicht sein. Das heißt, wenn es regnet oder wenn die Schneeflocken fallen, dass nicht der Hund direkt mit dem Ding völlig durchnässt, dann ist er sinnfrei, sondern dass in gewisser Weise auch so ein bisschen Nässe abperlt. Und da kann es auch zum Teil helfen, wenn du den Mantel regelmäßig nach dem Waschen imprägnierst. Also diese Möglichkeit besteht. Man kann mit diesem Imprägnierspray, was man für Schuhe nutzt, auch durchaus Hundemäntel imprägnieren. Lass das aber gut ausdünsten und schau, dass der Hund da nicht dran geht. In der Regel machen die Hunde das aber eher weniger. Für ältere Hunde ist das ganz sinnvoll. Also ich würde jedem alten Hund wirklich auch einen Mantel anziehen, weil die Hunde sich dann meistens besser bewegen. Und gerade wenn sie Arthrose haben, dann fällt ihnen die Bewegung bei Kälte oft sowieso schon schwerer. Wärme bessert in der Regel. Wärme lindert die Beschwerden. Und da kann es wirklich für deinen Hund, egal wie groß oder klein er ist, sinnvoll sein, einen passenden Mantel zu kaufen und ihm anzuziehen. Also überleg es dir wirklich und investier da wirklich auch ein bisschen mehr Geld. Das kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Wie gesagt, unser Junghund hat auch kein vernünftiges Winterfell und bekommt einen Mantel angezogen. Und ja, es mag vielleicht für den einen oder anderen lustig ausschauen da draußen, aber weißt du, ganz ehrlich, ich stehe dazu, dass mein Hund das trägt und das ist meine Entscheidung und ich weiß, ihm geht es damit besser und im Sommer braucht er natürlich so etwas, so ein Shishi in Anführungszeichen nicht, aber auch da ist es Sache eines jeden Einzelnen zu entscheiden, was hat mein Hund an und was eben nicht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und hoffe, du findest vielleicht für deinen Hund das passende Mäntelchen. Bis dann, tschüss. Espresso wurde dir präsentiert von Tierisches Wissen.